Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, völlig richtigerweise hat der Kollege Kekkeritz ja unterstrichen die Bedeutung der Bildung. Und insofern, in diesen Passagen kann man ihm ja nur voll und ganz zustimmen. Denn es ist ja tatsächlich so, dass Bildung eine entscheidende Voraussetzung ist für das, was in der Entwicklungszusammenarbeit und in der Entwicklung afrikanischer Länder nun wirklich das Entscheidende ist, nämlich, dass Jobs und Chancen entstehen. Die wiederum kann nur wahrnehmen, wer auch entsprechend qualifiziert ist, wer entsprechend gebildet ist. Und insofern ist das wirkliche Nachhaltigkeit auch für weitere Entwicklung. Denn nur wer Arbeit hat, nur wer Chancen hat, hat Einkommen, kann Steuern bezahlen und kann dazu beitragen. Das muss ja unser entscheidendes Ziel sein, dass die Selbstfinanzierungsquote der Länder Afrikas steigt. Und genau deswegen war Bildung ja bereits verankert im zweiten der 8 Millenniumsziele, wo es damals hieß, alle Kinder sollen bis zum Jahr 2015 Zugang zu Schulbildung haben. Einiges an Ergebnissen wurde ja auch erreicht. Die Einschulungsquote weltweit für Kinder für die Grundschule ist zumindest mal von 80% auf 91% gestiegen und der Anteil der Mädchen ist dabei erst recht signifikant gestiegen. Defizite bleiben aber, denn Schule alleine, die vielleicht auch schlecht ist, reicht nicht. Wir müssen vielmehr auch über die Qualität von Bildung reden und über das Abbrechen von Schulkarrieren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Na, ich will erst mal im Zusammenhang vortragen. Und genau deswegen war es auch richtig, dass Bildung sehr umfassend bei den globalen Nachhaltigkeitszielen, bei SDG, verankert worden ist. Und dieses Ziel, meine Damen und Herren, unterstützen wir uneingeschränkt. Und unsere Entwicklungspolitik hat sich auch sehr angemessen darauf eingestellt. Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat seine Bildungsstrategie 2015 unter die Überschrift gestellt, gerechte Chancen auf hochwertige Bildung schaffen. Und das war nicht nur eine Strategie, sondern es wird auch implementiert. In 60 Ländern der Welt fördert das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Bildungsmaßnahmen. In 11 Ländern steht Bildung im Mittelpunkt der Zusammenarbeit. Und der Kollege Kekkeritz hat ja eben auf diese wirklich fantastische Zahl schon hingewiesen. Insgesamt weist die internationale oder Statistik 1,66 Milliarden Euro an deutschem Beitrag aus. Das ist ein ordentlicher Anteil unserer Entwicklungszusammenarbeit. Wie ich finde, ist aber eine andere Zahl in diesem Zusammenhang noch interessanter, weil dieser Teil unserer Entwicklungszusammenarbeit macht 17% der weltweiten Entwicklungszusammenarbeit im Bereich der Bildung aus. Also fast jeder fünfte Euro, der insgesamt weltweit an Hilfen in Entwicklungsländer geht, kommt aus deutschen Quellen. Und insofern zu sagen, wir würden zu wenig tun, ist absurd. Das soll im Übrigen ja auch für die Zukunft so bleiben. Bildung steht im Mittelpunkt auch des Marshallplans mit Afrika, der auf diesen Dreiklang setzt. Bildung, Ausbildung, Arbeit. Wir haben Ausbildungspartnerschaften, beispielsweise mit Kenia und Ägypten, um das voranzubringen. Klar, Deutschland gilt ja als das Land mit der besten Kompetenz und Expertise im Bereich Ausbildung. Das alles wird weltweit geschätzt und genutzt. Und weil das alles so ist, ist, glaube ich, wenn die unbedingt eine Frage stellen will. Frau Kollegin. Also, Zwischenfrage von der Kollegin. Herr Kollege Klein, ich habe jetzt gerne Ihrer Rede insofern zugehört, als dass ich den Eindruck habe, dass Sie diesen Antrag im Grunde genommen für sehr, sehr unterstützenswert halten, weil Sie sich ja durchweg positiv auf dieses Thema beziehen. Ich möchte jetzt fragen, wir haben sicherlich eine Differenz in der Einschätzung, wie die Bundesregierung sich finanziell da engagieren sollte. Das habe ich schon verstanden, ich habe ja zugehört.
Aber können Sie mir erklären, wenn das Thema Bildung so wichtig ist, gerade in der Entwicklungszusammenarbeit, warum ist die Bundesregierung so schlecht vertreten an diesem Wochenende auf Dakar? Und was meinen Sie denn als entwicklungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion dazu, dass die Regierung das so tief hängt? Also nach dem bereits Gesagten und auch nach meinen Gesprächen mit Julia Gillard, der Vorsitzenden der globalen Bildungspartnerschaft, oder mit Alice Albright, kann ich nur voll und ganz zustimmen, dass GPE ein wesentlicher zusätzlicher Bestandteil ist. Aber vor dem Hintergrund des gerade Gesagten möchte ich dabei noch mal betonen, ein zusätzlicher Bestandteil, weil wir gerade als Deutschland eben entsprechend viel tun. Deswegen glaube ich, ist der größte Nutzen des GPE, dass das Verständnis von der Wichtigkeit dieses Bereiches vielleicht auch in anderen Staaten ankommen zu lassen. Und insofern ist, glaube ich, das Anliegen bei anderen noch sehr viel wichtiger als bei uns, weil für uns Bildung sowieso im Mittelpunkt steht. Und das kann man im Übrigen ja auch daran sehen, dass Deutschland zu den Gründern des Fonds gehörte und seit 2008 jetzt knapp 70 Millionen Euro dazu beigetragen hat. Aus Verpflichtungsermächtigungen des Jahres 2017, da war ich ja noch selber beteiligt, der Haushaltsausschuss in seiner Bereinigungssitzung für den Haushalt 2017 beschlossen hat, haben wir zumindest schon mal 38 Millionen Euro an neuem Geld für den GPE zur Verfügung gestellt. Und das sorgt dafür, dass der deutsche Beitrag von zuletzt 7 Millionen Euro noch mal deutlich steigt. Ein darüber hinausgehender Beitrag, da sind wir uns doch alle, sagen wir mal, als professionelle Teilnehmer des Berliner Betriebes einig, ist es in einer Zeit der vorläufigen Haushaltsführung und geschäftsführenden Bundesregierung nicht ganz so offenkundig, dass in all diesem von hier jemand persönlich in Dakar teilnehmen kann, weil wir aber ja auch genug tun. Und deswegen, ja, jetzt die Kollege, die Kollegin kennt ja sogar die Zahlen und weiß deswegen, dass ja darüber hinaus über diesen finanziellen direkten Beitrag an den GPE Deutschland auch noch bilaterale Beistellmittel hinzufügt, sodass wir mit über 20 Millionen Euro helfen, afrikanischen Staaten Gelder des GPE einzuwerben. Die musste man natürlich sowieso dazu packen, und das, was an schweizerischer Kofinanzierung zu unseren Beistellungen ausgegeben wird, das auch noch mal dabei. Also, ich bleibe unter dem Strich bei der Einschätzung, dass Deutschland viel tut, dass Deutschland sehr viel tut und dass Deutschland berechtigterweise viel tut. Und wenn wir angemessenerweise, weil das Thema so wichtig ist, das auch weiter beraten wollen, wäre ich eigentlich sehr dankbar, wenn wir das auch im Ausschuss tun könnten. Wenn aber jetzt die grüne Fraktion auf direkte Abstimmung setzt, dann unterstreicht sie damit eigentlich, dass die Sache weniger im Mittelpunkt steht als vielleicht der heutige öffentliche Effekt. Ich würde mir wünschen, wenn wir dieses Thema nicht heute beseitigen und sozusagen abwickeln, sondern in den Ausschuss verweisen und angesichts der Wichtigkeit darüber im Gespräch sind. Und genau dazu laden wir als CDU-CSU-Fraktion alle anderen ein. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, der Kollege Christoph Matschi.